Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht ja weiter hier im Kristallpalast unserer totalen Verwirrung. Zugrunde liegend geht es hier weiter. Wir treten mal hinter die Spiegelwand. Und haben im letzten Part uns hier schon einen Weg gebahnt. Denn wir haben jetzt mittlerweile gelernt, alles was auf der linken Seite passiert, passiert auch auf der rechten, beziehungsweise andersrum. Und ich glaube, das müssen wir uns auf jeden Fall einprägen. Oh, und hier kann ich wahrscheinlich wechseln, ha? Ja, hier sind Türen, auf der anderen Seite nicht. Warum? Was macht der Schalter? Okay, mit dem Schalter kann ich wechseln. Müsste hier nicht auch eine Tür sein? Oder muss ich diese erst benutzen? Also öffnen. Jo, das geht. Okay. Wie nice. Nein, da rennen die wieder rum. Zack. Bam, bam, bam. Da sind viele. Oh Gott. Okay, wie mache ich das am besten mit denen? Ich könnte mal wieder ein bisschen Stern-Power benutzen. Könnte. Ob ich es mache, ist jetzt die andere Sache. Die verwandeln sich ja eh jetzt erstmal alle einzeln, ne? Das heißt im Prinzip könnte ich mir alle Zeit der Welt lassen. Oder ich bash halt Flächenschaden rein mit, ich weiß noch nicht wem. Sushi? Bisschen Action-Kommandos? Oder halt Koopa? Ich bin im letzten Part so ein bisschen auf den Geschmack gekommen mit Koopa. Denn der kann ja hier den Multirempler, Paralyse für alle Gegner. So. Schön zwei Runden nicht bewegen. Und dann können wir uns jetzt eigentlich schön Zeit lassen und können hier schön, zack, Doppeljumps drauf machen. Und können die schön alle der Reihe nach besiegen. Zack, zack. So, dann wechseln wir hier mal zu Gumbario, beziehungsweise wen können wir denn noch nehmen? Ja, ich komm, ich nehme mal Sushi. Und der macht eine schöne Bauchlandung. Bam, macht mir auch schöne 5 Schaden. Bam, 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 bam. So, jetzt sind die wieder auf dem aktuellen Stand hier. Ist aber auch kein Problem, denn der letzte verwandelt sich ja, glaube ich, jetzt erst. Bevor er angreift. Dementsprechend sind die alle tot. Und geben immer noch 2 Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. So, Sushi ist am Start. Na toll, kriegen wir wieder extra Angriffskraft in der letzten Runde. Da brauche ich sie auch nicht mehr. Naja. Okay, wieder schön 8 Erfahrungspunkte eingesahnt. Jetzt ist die Frage, wird er auf der anderen Seite auch getötet? Nö. Okay. Boah, aber schön viele. Wahnsinn. So, was haben wir hier Schönes? Dreifachgrifforden. Lässt Mario 3 Items pro Runde einsetzen. Ja, wenn ich so viele Items hätte, ne? Also normalerweise habe ich die ja. Aber ich weiß nicht. So. Ja, aber wie soll ich denn jetzt... Es sei denn, die Wand kann ich auch sprengen. Aber wie soll ich denn den Schalter hier aktivieren und gleichzeitig... Es sei denn, ich kann das so machen. Geht das? Das geht. Alles klar. Kann ich hier auch durchsprengen? Geht das? Nur mal so für mich. Schade. Okay. Aber es geht hier weiter. Ups. Das sollte so nicht passieren. Okay.
Ja, ich weiß nicht. Aktuell fehlt mir irgendwie ein Angriff. Hätte gerne eine Angriffskraft mehr. Wir haben hier noch einen Donner. Den könnten wir usen. Wir könnten einen... Ach, weißt du was? Ich habe eine Idee. Mitglied wechseln. Wir gehen mal auf Cooper. Ich will mal gucken, wie stark denn sein Feuerpanzer ist. Feuerpanzer. Okay. 100%. 8 Schaden. Okay. Kostet aber auch 5 BP. Und jetzt würde ich nochmal ein Superbeben machen, dann sind sie alle weg. Und tschüss. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, man opfert halt viele BP aktuell. Das ist ein bisschen traurig. Und die brauche ich ja eigentlich für den Bosskampf. Ja gut, vom Bosskampf kriege ich ja sowieso nochmal einen Auffüller. Okay. Mache ich. Danke für die Hilfe. Achso, ich habe ja schon ihn hier. Was? Mario, ich bin der echte Cooper. Aber das weißt du ja natürlich nicht, wahr, alter Junge? Mario, sieh mich an. Ich bin der einzig echte wahre Cooper. Niemand sonst sieht aus wie ich. Mario, komm schon. Ich bin Cooper. Ich meine, das ist doch lächerlich. Ich bin der echte Cooper, Söhnchen. Du glaubst mir doch, oder? Ich bin der echte Cooper. Da besteht doch wohl kein Zweifel, oder einfach doch? Okay, alter Kumpel. Am besten ist es, du ziehst diese Betrüger einen nach dem anderen eins über. Das ist eine gute Idee. Hey Bruder, verhau sie alle außer mir, okay? Was? Hä? Du musst über so eine Art sechsten Sinn verfügen, Röhnchen. Ich check's gerade nicht. Hä? Warum? Hä? Ich hab den doch gerade da reingeschickt. Also alle ergeben keinen Sinn. Aber wir warten ja auch immer noch auf Luigi. Die Frage ist, wann kommt Luigi zu uns? Gut gemacht. Du hast mich erkannt. So. Die Frage ist nur, woher sollte er wissen, dass... Egal, es kann nicht sein. Bruder, ich habe doch so oft gesagt, dass ich der richtige Cooper bin. Das ist so gemein. Ja, okay. Ergibt keinen Sinn. War nur ein Witz. Ich habe wirklich geglaubt. Okay, wir haben es geschafft. Ja, gut gemacht, Mario. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das waren die schlechtesten Verkleidungen, die ich jemals gesehen habe. Ja, klar. Irgendwie schon, ne? Also das mit Bombette war bis jetzt am schwersten. Ach du Scheiße. Ach herrje. Okay, komm, wir gehen erstmal hier lang. Ein Sternsplitter. Ja, Ahornsirup. Das ist gut. Das können wir immer gebrauchen. Geh mal runter da. Hallo. Meine Güte. Der war ja schwergängig. Okay, irgendwie glaube ich, ich muss da auf der anderen Seite irgendwie was machen. Die Frage ist nur, wie komme ich denn auf die andere Seite? Okay. So lustig, ey. Okay. Ich komme bestimmt dann so über die andere Seite irgendwie rüber. Ja, genau hier. Jetzt muss ich auf der Seite bestimmt irgendwie die Statue kaputt machen. Und dann gehe ich wieder auf die andere Seite rüber und kann da durch ein Loch oder so. Maybe. Jetzt warte mal, was passiert, wenn ich hier reinschieße? Nix. Schade. Menno. Warte mal, ist hier auch? Ah, wie cool. Gelee Royal. Sehr schön.
Das ist irgendwie... ganz merkwürdig mit dem Sternsplitter hier. Jetzt. So, okay. Sehr schön. Die ist kleiner. Die kann ich schieben, oder? Ja. Und plumps. Okay, das geht jetzt bestimmt auf der anderen Seite auch wieder. Denn was sich links bewegt, bewegt sich auch rechts. Haben wir mittlerweile gelernt. So, Erstangriff erfolgreich. Ach du Scheiße. Okay, da ist ordentlich was los hier. Weißt du was? Ich bin jetzt mal so und mach mal einen Sternsturm. Ich glaube, das ist hier gerade die richtige Entscheidung. Dann haben wir den einen schon tot. Die Koopas kriegen ordentlich einen auf den Sack. Bam, 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 bam. Jetzt wäre eigentlich ganz geil ein Multi-Jump von Mario. Vielleicht sollte ich die Fähigkeit jetzt langsam mal wieder reinnehmen, so ein Multisprung. Ansonsten hätte ich gesagt, hier jetzt vielleicht wieder ein Tsunami. Der kostet 4, ne? Der Tsunami, glaube ich. Ne, 6, ah. Mach ich trotzdem. Sollten auch wieder 7 Schaden sein, glaube ich. Und erstmal einen Schluck Kaffee. So, sehr schön. Bam, 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 bam. 6 Erfahrungspunkte. Wir haben noch 17 BP. Aber wir haben ja auch noch hier so ein Dränkle, ne? Womit wir unsere BP nochmal auffrischen können. So, weiter geht's. Okay, eine Schatzkiste wieder. Was kriegt man hier Schönes? Oh, P rauf und Verteidigung ab. Oh, er hat die Angriffskraft um 1, senkt die Verteidigung um 1. Ich glaube, den würde ich mir sogar gönnen, Leute. Ich glaube, den würde ich mir gönnen. Mal gucken. Was könnte ich denn ablegen? Weil dann machen wir halt 6 Schaden. Das ist schon... das ist das, was ich jetzt eigentlich im Moment brauche. Ausweicher, setz es... ich glaube, den Vermeider mache ich weg. Und dafür halt den jetzt rein. Der müsste ja nur 2 kosten. Richtig? Genau. Senkt die Angriffskraft um 1. Erhöht die Angriffskraft um 1, senkt die Verteidigung um 1. Den nehmen wir mal mit rein. Angriff ist die beste Verteidigung, Leute. Jetzt hätte ich halt auch gerne irgendwie den Multi-Jump. Ich weiß nicht. Kriege ich das irgendwie rein noch? Jetzt habe ich ihn aktiv. Kraft plus. Verteidigung plus. Ausweicher. Spion. Ich habe halt echt nicht so viele Orden aktiv, ne? Aber Schnellwechsler ist halt auch ein geiler Orden. Ich mag den total. Aber Superbeben ist halt auch geil. Jo. Aber ich glaube, ich kann halt... Multisprung und dann mache ich ein normales Beben, oder? Das normale Beben müsste, glaube ich, auch 1 kosten. Genau, da habe ich jetzt 2 Flächenangriffe. Mach mal so. Jo. Ob es die richtige Entscheidung war, weiß ich noch nicht. Werd mal sehen. Für einen Bosskampf ist es vielleicht nicht so geil. Da ist vielleicht besser, auf Verteidigung zu gehen. Und die Angriffskraft ein bisschen zu senken. Weil man halt nicht weiß, wie genau, was macht der genau. Da ist das vielleicht besser. Aber vielleicht auch nicht. Ja, müssen wir mal sehen. Die Sache ist, wir sparen halt dadurch auch BP, ne? Wenn wir unsere Angriffskraft erhöhen. Irgendwie schon. So. Genau, der ist jetzt auch verdreht hier. War noch irgendwas? Kann ich hier vielleicht nochmal gucken, ob eine Bombe irgendwie am Start ist? I don't know. Ich glaube aber, da war nichts weiter, ne? Nee. Okay. Hier müsste ja theoretisch jetzt weitergehen, dann müssen wir irgendwo einen Schlüssel bekommen. So. Zack, drauf da. Bam, 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 bam. Okay. Mario. Multisprung ist am Start. Drücke A kurz vor der Landung. Zack. Schön 6 Schaden auf alle. Für 2 BP. Finde ich eigentlich nice. So. 5 Schaden müssen wir machen. Mitglied wechseln.
Oder Powerbombe geht auch, kostet 6 PP. Ich glaube, da habe ich aber mit... Ich glaube, Cooper habe ich da billig. Bin ich da billiger, oder? Oder macht der nur 4 Schaden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, okay. Mit Klick wechseln. Lucky Lester. Watt. Buh. Paracarry. Ach komm, wir nehmen Bombette. Da sind wir auf der sicheren Seite. So, die Powerbombe. Let's go. Macht auch 7 Schaden? Hey, ich bin komplett verwirrt. Die andere trifft halt alle Gegner, ne? Auch Luftgegner und so. Bam, Alter. 12 Schaden jetzt pro Angriff. Dafür geht halt die Verteidigung ein bisschen runter. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob das so geil ist. Vielleicht ist es auch andersrum besser. Fragen über Fragen. Okay, hier müsste jetzt der Schlüssel drin sein, richtig? Hallo? Hallo, hallo? Jo, der Palastschlüssel. Ich hoffe, dass wir jetzt bald am Ende angekommen sind, weil mein Haushalt mit den BP-Punkten ist gerade nicht mehr so gut. Wäre schon cool, wenn wir da irgendwie jetzt langsam auf einen Nenner kommen. So. Jetzt ja theoretisch einfach nur noch gerade durch. Und dann können wir durch die Tür. Dann haben wir alles, ne? Ja. Gibt es auch wieder eine linke und eine rechte Seite. Natürlich gibt's die. Weiter geht's. Seid ihr echte Gegner? Ich kann mit denen reden. Du kannst hier nicht vorbei, ohne dieses Rätsel zu lösen. Sobald du es geschafft hast, lassen wir dich weiter. Okay. Muss ich drüben die Statuen verschieben? Stimmt, ne? Hä? Du kannst hier nicht vorbei. Dieses Rätsel ohne diese... Jetzt habe ich seinen Kopf gedreht. Warum habe ich dem seinen Kopf gedreht? Hä? Müssen die mich alle angucken, oder? Was passiert hier schon wieder? Jetzt bewegt sich gar nichts mehr. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite und guck mal, was da passiert. Weil wir haben ja auch solche komischen Flächen auf dem Boden, ne? Jetzt ist das sowieso alles wieder resettet. Kann ich das schieben? Okay, ich kann das schieben. Ah. Aber... Ich kann das nur in die Richtung schieben, in die sie gucken, oder wie? Okay, verstehe. Das heißt, der muss auf jeden Fall nach rechts gucken. Ach so, hä? Jetzt bin ich noch verwirrter als sonst. Ne, den brauche ich nicht. Der steht jetzt richtig. Das ist auch richtig, warte mal. Den muss ich jetzt einmal noch da schieben. Okay. Und der hintere, der muss jetzt nach rechts, also du musst bitte nach rechts gucken irgendwie. Ne, nicht du. Ich verstehe nur nicht genau, was triggert denn was, dass ich ihn schieben kann oder dass er sich dreht. Hey, ich verstehe es nicht.
Wenn ich mit den Leuten rede... dreht sich irgendwann jemand. Ich verstehe es nicht. Hä? Jetzt dreht er sich. Warum dreht er sich jetzt? Hä? Leute? Hä? Gibt es da irgendwie einen Hintergrund zu, warum der sich manchmal dreht und der sich manchmal und... Kann der sich jetzt nochmal drehen, bitte? Der muss nach rechts gucken. Hey, ich check's nicht. Warum drehst du? Es ist die Seite. Jetzt hab ich's. Ich hab's, okay. Oh Gott. Mann, das hat jetzt lang gedauert. Oh, sorry, Leute. Boah, das hat jetzt echt lang gedauert, bis ich das kapiert habe. Es ist die Seite, von denen ich die Typen anspreche. In diese Richtung drehen sich die Köpfe. Okay, das hat lang gedauert. Wahnsinn. Achso, er ist jetzt hier drüben. Okay, das ist echt Wahnsinn. Okay, das hat lang gedauert. Sorry. Jetzt haben wir es aber. So. Dafür haben wir ein bisschen Überlänge gemacht. Ist doch okay, oder? Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Vielleicht Boss-Time, I don't know. Viele Rätsel hier in dem Dungeon. Aber trotzdem cool, gefällt mir. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und beim nächsten Mal geht's weiter hier im Kristallpalast von Paper Mario. Tschüssi!